Servus und willkommen auf meinem Kanal MyFoodMax. Heute mache ich ein Butterchicken. Wenn du nicht verpassen willst, wie ich dieses zubereite, dann bleib einfach dran und abonniere meinen Kanal. Es wäre toll, wenn auch du die Glocke aktivieren würdest, um meine weiteren Videos nicht zu verpassen. Die Zutatenliste findest du wie immer in der Beschreibung. Als erstes nehme ich 80 Gramm weiche Butter und gebe 1 Teelöffel Salz rein. 1 Teelöffel Knoblauchgranulat. 1 Teelöffel Paprikapulver edelsüß. Einen halben Teelöffel schwarzen Pfeffer und 2 Teelöffel frische Kräuter. Jetzt vermische ich alle Zutaten zu einer Butterpaste. Das Hähnchen aus Freilandhaltung wiegt 1,6 Kilo. Mit einem Messer schneide ich es an der Brust entlang durch und klappe es dann nach außen auf. Jetzt werden die Gelenke überdehnt, damit das Hähnchen schön flach wird. Ich fahre mit den Fingern unter die Haut und löse sie somit ganz einfach vom Fleisch. Das mache ich von allen Seiten. Auch bei den Schenkeln. Das Hähnchen wird jetzt unter der Haut gründlich mit der Butterpaste eingerieben. Auch die Haut von außen reibe ich ein. Einmal drehen und auch großzügig einreiben. Anschließend kommt das Butterchicken in eine Auflaufform und wird im Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 50 Minuten gebacken. 50 Minuten sind um und ich würde sagen, es schaut gut aus. Bevor ich es anschneide, schauen wir uns mal das Ergebnis genau an. Die Butter und das Fett unter der Haut sind geschmolzen und haben dafür gesorgt, dass das Fleisch saftig geblieben ist und die Haut knusprig. Dazu riecht man eine leicht nussige Butternote. Jetzt schneiden wir mal ein Bein heraus und schauen, wie es geworden ist. Das Hähnchenbein lässt sich wunderbar auslösen. Ein Stück aus der Oberkeule liefert den Beweis für das zarte und saftige Hähnchenfleisch. Doch schauen wir uns mal die Brust an. Man kann gut erkennen, dass die Brust auf Druck schön zurückfedert. Das spricht für die richtige Garstufe. Im Großen und Ganzen ist das Hähnchen gut gelungen. Die Haut ist knusprig und das Fleisch ist saftig geworden. Mit einer selbstgemachten weißen Barbecue-Soße wird das Hähnchen zu einem Geschmackserlebnis. Wenn du wissen willst, wie die weiße Barbecue-Soße gemacht wird, klick einfach oben rechts auf die Infokarte oder geh auf den Link in der Beschreibung. So einfach, aber so köstlich. Ich hoffe, ich konnte dir Lust auf das Rezept machen. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann hinterlass mir bitte einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Aktivier die Glocke, damit du meine weiteren Videos nicht verpasst. Dankeschön fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Video.